Ich weiß, er hatte Angst, dass die Wahrheit mal ans Licht kommt. Jetzt kommt deine Story aus einem anderen Gesichtspunkt. Keine Grenzen, weil er eigene Gesetze macht. Heute trifft ihn das Karma von den Jungs, die er vergessen hat. Eine Frau finanziert ihn, echt krasser Job. Nur weil er Pop-Banger kennt, ist er noch kein Plattenboss. Er hilft ihm auch kein Mazel-Tov. Ich schieße auf seinen Wasserkopf und treffe ich Dagi B. Fick ich die Alte durch das Lattenrost. Was ist der Spaß für eine räudige Bitch? Er ist der Teufel für mich, denn er tauscht Freunde für Klicks. Er hat viel erreicht, zumindest aus der heutigen Sicht. Doch war das alles sehr und kann er stolz sein auf sich? Dobbe fragte damals, Jungs, habt ihr paar Texte am Start? Der Eugen K. will mit euch drehen für sein Rap-Rap-Format. Wir sagten zu, schrieben ein paar Texte für ihn. Leider nur 4000 Klicks, wenig um Cash zu verdienen. So kam er ins Studio mit seinen Freunden. Immer wenn er etwas brauchte, waren wir gut genug für Eugen. Ich war ein Bruder, ich bewahrte mein Gesicht. Du kannst es drehen, wie du willst, die Wahrheit kommt ans Licht. Du machst es dir einfach, scheißegal wie hoch der Preis war. Zieh dich einfach hoch an anderen, doch jeder, der dich kennt, weiß, dass du nichts erreicht hast. War er mega korrekt, wir wurden Freunde, sahen über seine Fehler hinweg. Ich war nie perfekt, doch bin ein Junge, der an Werte glaubt. Er war wie mein Bruder, deshalb nahmen wir ihn herzlich auf. Hat keine zwischen uns getrieben, was für zukunftsweisend. Mit Lügen und Betrügen unsere Kuh gespalten. Eugen, die Ratte, er ist diese Sorte Bitch, der sich immer und überall nur Vorteile verspricht. Eugen macht auf Gentleman, jemand der sagt, der macht aus dir den deutschen Eminem. Alles nur gelogen, er verkackte jedes Management. Und zu guter Letzt gab er einen Fick und geht zum Banger Camp. Und jetzt schmückt er sich mit großen Armen. Früher so verschlafen, heute fährt er einen Poserwagen. Das ist Eugen-Style, gierig sein, immer viel erbeuten. Früher Geld von Mama nehmen, heute zahlt alles die Freundin. Du machst es dir einfach, scheißegal wie hoch der Preis war. Zieh dich einfach hoch an den anderen, doch jeder, der dich kennt, weiß, dass du nichts erreicht hast. Und das ist klar, denn dafür hast du jeden Schwanz geblasen. Nächstes Team, neuer Bruch und schon wieder alles scheißegal. Snitch dich durch dein Leben, Dicker, wo bist du real? Seit dem Dreh mit Mo ist auf einmal Dagi B dein Baby. Auf die linke Tour wie Casey. Tausch deine Banger gegen Kinder, vom Director zum YouTube-Blogger. So wie immer trennst du dich von deiner Crew, du Opfer. Roter Teppich, VIP, Eugen steht im Spotlight. Bei Dagi läuft, da redet Eugen schon von Hochzeit. Eugen, du hast so oft die Karten gemischt. Schau mal ein paar Jahre zurück, das Karma wartet auf dich. Schneid mal weiter an deinem Leben, bis es makellos ist. Lächel in die Cam, dass niemand die Visage vergisst. Die Zeit ist abgelaufen, noch hast du die Lage im Griff. Doch irgendwann sieht doch Dagi wie dein wahres Gesicht. Du machst es dir einfach, scheißegal wie hoch der Preis war. Zieh dich weiter hoch an anderen, doch jeder der dich kennt, weiß, dass du nichts erreicht hast. Du machst es dir einfach, scheißegal wie hoch der Preis war. Zieh dich einfach hoch an anderen, doch jeder der dich kennt, weiß, dass du nichts erreicht hast.